Hi, heute habe ich euch ganz besondere Überraschungseier mitgebracht. Lecker! Und zwar diese Lebacher Eier. Und wie das nun mal so mit Überraschungseiern ist, die kann man aufschlagen, dann macht man sie auf und bei diesen Lebacher Eiern findet man sogar Fossilien drin. Was das jetzt mit diesen Lebacher Eiern auf sich hat und was man so alles da drin finden kann, das erfahrt ihr, wenn ihr dran bleibt. Unsere Lebacher Eier hier im Goldfußmuseum Bonn stammen aus der Nähe von Saarbrücken. Da wurden sie nämlich sehr lange als Eisenerz abgebaut. Das sind nämlich gar keine richtigen Eier, sondern Konkretionen. In den Lebacher Eiern finden wir vor allem Wirbeltierfossilien und die sind zum Teil richtig gut erhalten. Zum Beispiel sehen wir uns diesen Archegosaurus an, das ist eine große Amphibie, dann sehen wir, dass sie sogar dreidimensional erhalten ist und wir können die Augenhöhlen erkennen. Der Archegosaurus war wahrscheinlich ein Lauerjäger wie heutige Gaviale, also sehr spitzmäulige Krokodile. Von diesen Amphibien finden wir auch verschiedene Altersstadien. Zum Beispiel sehen wir hier ein Jungtier von einem Archegosaurus. Allerdings mit viel kürzerer Schnauze, auch nicht so spitz und das Tier ist natürlich kleiner. In den Lebacher Eiern finden wir auch viele Fischfossilien. Zum Beispiel diese Paläonisziden-Fische. Wenn man den ein wenig schwenkt, dann kann man auch die Schuppen sogar noch funkeln sehen. Manche dieser Fische konnten auch noch viel größer werden. Zum Beispiel gab es auch sehr große Süßwasserhaie, wie diesen Xenacanthus. Der konnte sogar bis zu mehreren Metern lang werden. Wenn ihr mehr über Haie erfahren wollt, dann checkt doch mal diesen Link hier. Ich habe hier auch noch ein ganz besonderes schokoladenbraunes Überraschungsei. Da drin ist keine Amphibie, kein Fisch, sondern ein Koprolith. Das ist versteinerter Kot. Interessant bei diesen Koprolithen ist, dass wir dann zum Teil daran erkennen können, was das Tier vorher gefressen hat. Wie ihr sehen könnt, sind in diesen Lebacheiern wirklich sehr interessante Dinge zu finden. Und es ist zwar nicht in jedem siebten Ei etwas drin, aber wenn man dann doch etwas findet, ist es die Suche allemal wert. Welches war denn euer Lieblingsfossil in diesen Eiern? Schreibt es uns in die Kommentare.